So, Cengiz Abi ist hier am Streichen. Alles wird Anthrazit. Ich zeige euch das mal ganz kurz, wie weit das geht. Und dann geht es hier weiter, weiter. Hier ist schon unser neues Logo zu sehen. Oben der Stuck wird auch noch gestrichen. Die Spots werden neu gemacht. Wandlampen, Heizstrahler, kommt alles noch. Und dann geht das hier einmal so rum. Hier ist das Daily. Richtig nice. In 4 Wochen machen wir auf. Es ist noch viel zu tun, aber das wird schon. Also wir sind jetzt fast voll. Uns fehlen noch 2 Teilzeitleute und auch noch ein paar Aushilfen. Ansonsten müssen wir schauen wegen den QR-Code-Aufstellern, dass wir uns da nochmal Gedanken machen mit der Luca-App und der digitalen Speisekarte. Ich bin hier gerade dabei, eine kleine Leserfassung zu machen von den Weinen. Versuche gerade ein bisschen was hinzumachen, dass wir halt wissen, wo wir stehen und in welche Richtung wir viele offener haben, wo wir tauschen müssen noch, dass wir das Feintuning machen. Da versuche ich gerade das so runterzuschreiben und ab nächste Woche können wir uns ins Kassensystem einfügen. Geil. Ja. Also Leute, wenn ihr noch einen Teilzeitjob braucht, ruft uns auf jeden Fall nicht an. Nee, mich aber. Ja. Jetzt habe ich einen Zoom-Call mit einem Großkunden, den wir onboarden. Also bis später. So, mein Call war gut. Ich muss sogar nächste Woche bei Vibrakustik präsentieren. Wir haben eine Betriebsversammlung, 400 Leute werden da sein, 40 vor Ort, der Rest per Team, Viewer und freue mich sehr darauf. Wir haben einen richtig geilen Pitch gewonnen. Die produzieren die Stoßdämpfer vom AMG und dass ich die Firma, Sonderfirma präsentieren darf, das DLU, das freut mich wirklich. Das muss ich unbedingt mal loswerden oder wollte ich mal loswerden. Und hier bin ich immer noch an meinem DLU Erfolgsjournal. Ich arbeite mit meinen bereits erstellten, um zu gucken, wo kann ich noch optimieren, wo kann ich verbessern. Und wenn alles fertig ist, Ende des Jahres geht es in Druck und jetzt werde ich hier dran weiterarbeiten. So, wir gehen jetzt zu Claudios, eine Tapas-Bar, um einfach mal zu gucken, was so die Mitstreiter machen. Ab Freitag darf man auch drin sitzen in den Restaurants, aber heute noch nicht. Wir gucken mal die Karte an. Der Chef ist jetzt auch am Start. Echt gespannt von der Qualität her, welche Flughöhe das Ganze haben wird. Wir wollen ja die Besten werden, die beste Tapas-Bar in Hamburg. Deswegen wird dieser Abend heute uns ganz viel Information geben. Also von 1 bis 10, was sagst du? Von 1 bis 10 würde ich 7 geben. Alles berücksichtigt? Ja, alles. Ein Mix. Auch 6,5 bis 7 würde ich sagen. Ich würde sagen 7,5, muss ich ehrlich sagen. Also 6. Ich würde mich, glaube ich, in der 7 an, mit einem. Okay, 7. Haben gegessen. Wir wiegen jetzt nicht mehr 1,5 Tonnen, 3,5 Tonnen, Gefahr in Verzug. Das ist ein schöner Abendbahn nach 6 Monaten Corona. Wir waren alle nicht mehr draußen. Es hat zwar gewittert, gedonnert. Ende. So, die Woche neigt sich dem Ende zu und wir haben heute nochmal die letzte, hoffentlich letzte Weinprobe mit unseren Hausweinen. Da sind wir auch gespannt, was hier in der Karte sich verbirgt, denn wir dürfen die erst öffnen, wenn wir die getrunken haben. Thomas ist auch wieder am Start, Eike natürlich auch. Hallo! Und da wir heute eine kleine Weinverkostung machen, haben wir gedacht, machen wir das auch ganz unspektakulär im Büro. Die sind halt super engagiert. Ich meine, das sind Winzerpärchen, die sind beide Ende 20. Wie versprochen haben wir uns an die Arbeit gemacht, um verschiedene Weine, die als Hauswein in Frage kommen, zusammenzustellen. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis und hoffen, auch sie begeistern zu können.
Wenn Sie die Favoriten ausgewählt haben, können wir nochmal feinjustieren. Wir können alle Proben noch in Nuancen verändern, zum Beispiel im Restzuckergehalt oder in der Säurestruktur oder in der Farbe. Um Ihnen den Spaß beim Verkosten nicht zu verderben, haben wir die Flaschen nur nummeriert. In Umschlag Nummer 2 finden Sie eine Liste mit genaueren Informationen zu den Cuvées. Wir hoffen, die Weine haben gemundet und sind gespannt auf unsere Erläuterung dazu, die wir bewusst neutral gehalten haben, um sie nicht in der Entscheidungsfindung zu beeinflussen. So, was haben wir hier? Zeig mal her. Weiß ich selber noch nicht. Vieles Verschiedenes. Der reinkommt und sieht Weinbar und so ein Glas sieht, nimmt dich nicht mehr ernst. Das okay, Eike ja, haut in die Tasten und bestellt Gläser. Das Universalglas wird das Cabernet-Glas, also ein Bordeaux-Glas ist das im Prinzip. Der Tag geht zu Ende. Wir sagen gute Nacht. Wir haben heute 14 Weine probiert. Bombe war das. Ja. Also Dr. Weinprobe hat gesagt, wir sind final. Nein. Wir haben tatsächlich alle zusammen gesagt, wir sind final. Und das ist im Grunde das Next Level. Weil was wir gemacht haben, wir haben Food Pairing und Gastronomie auf ein neues Level gehoben. Ja. Und dann zu sagen, wir machen Tapas, ein gehobenes Tapas-Restaurant mit deutschen Weinen und gleichzeitig weinmäßig international. Der Crossover geht nicht. Richtig. Ja. Ciao, peace and love. Tschüss. So, gestern die Weinprobe im La Paz. Ist aber kein Grund, nicht diesen wunderschönen Morgen zu genießen. Samstagmorgen, 8.30 Uhr, in der Alster. Ein morgendlicher Spaziergang, 6000 Schritte, eine Stunde, schnelles Gehen. Ich hasse Joggen. Leute, wie schön ist das denn? Wäre ich jetzt im Bett geblieben und hätte länger geschlafen, hätte ich mich so schlecht gefühlt und jetzt fühle ich mich schon wieder, als ob es gestern keine Weinprobe gegeben hätte. Jetzt werde ich schön nach Hause gehen. Schaut euch das an, ey, das ist einfach zu geil. Ich liebe ja blauer Himmel, weiße Häuser, grüne Bäume, was für ein Farbspiel. Schön frühstücken. Heute habe ich 2 Stunden Coaching. Dann kommt noch unsere Logistikleiterin mit ihrer Tochter. Mit denen möchte ich heute 2 Stunden verbringen, weil sie für mich ein sehr wertvoller Mensch ist. Und diesen Wert menschlich, aber auch als Leitung, als Verantwortungsperson, diesen Wert muss man auch immer wieder zurückgeben in irgendeiner Form. Die Logistik kann ich zurzeit nicht so oft. Deswegen baue ich solche Geschichten gerne am Wochenende ein. Also bis später.